Basilikum. Okay. Für ein gutes Pesto braucht man unter anderem frischen Basilikum, Olivenöl, verschiedene Sorten von Nüssen, Knoblauch, frischen Parmesan und zum Abschmecken Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Zuerst röste ich für das Pesto verschiedene Nüsse an. Dazu eignen sich Walnüsse, wie im klassischen Pesto alla Genovese, die Pinienkerne oder für Studenten, die es etwas billiger brauchen, die Mandeln. Beim Rösten der Nüsse ist es wichtig, diese ohne Öl anzubraten, da die Nüsse selbst genug Fett enthalten. Auch ist darauf zu achten, dass die Nüsse nicht schwarz werden, sondern nur leicht geröstet werden, da das Pesto sonst bitter wird. Als nächstes schneiden wir den Knoblauch, dafür schäle ich ihn erst und werde ihn dann halbieren und von seinem Keim befreien, da der Keim wesentlich für den unangenehmen Geruch des Knoblauchs am nächsten Tag verantwortlich ist. Um den Keim zu entfernen, nehme ich das kleine Messer und tue den Keim da einfach raus, schneide das Ende ab und habe einen wunderschönen halben Knoblauch. Was machst du da, George? Während du den Knoblauch malträtiert hast, habe ich schon mal die Basilikumblätter abgepflückt. Wasch die jetzt einfach, so dass wir gleich alles zusammen in den Mörser geben können. Dann können wir im Prinzip jetzt mit den Mörsern anfangen. Und wenn ich wir sage, meine ich dich, Jim. Das glaube ich nicht, George. Nein! Ja, dann rupfe ich jetzt das Basilikum in den Mörser. Kannst du mir bitte mal das Öl geben? Das Öl. Das Öl. Hier ist das Öl, Jim. Dankeschön, George. George, ja? Kannst du mir ein bisschen Öl in den Mörser tun, bitte? Sehr gern kann ich dir ein bisschen Öl in den Mörser tun. Dankeschön. Gern. George, ja? Kannst du mir die Nüsse geben, bitte? Die Nüsse. Dankeschön. Machst du mir ein bisschen rein? Nein. Was man übrigens auch machen kann, anstatt das Ganze per Hand zu machen, ist einfach einen Mixer benutzen. Mehr Power! Nachdem Jim jetzt alle Zutaten, nämlich unser Basilikum, unser Olivenöl, die verschiedenen Nüsse, den Knoblauch und den Parmesan mit der Hand gemörsert hat, können wir jetzt noch mit Zitrone und Salz und Pfeffer abschmecken. Darf ich? Bitte. Ich mache das immer so, dass ich die Zitrone über der Hand auspresse. Einfach damit, falls noch Kerne in der Zitrone sind, kann ich die mit der Hand einfach abfangen. Dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer dran und eine Spur Salz. Und dann können wir das Ganze abschmecken. Lass es dir schmecken. Das schmeckt ganz großartig. Ich bin ganz begeistert von den vielen verschiedenen Nuancen der einzelnen Zutaten, die man jetzt dank Jims großartiger Arbeit noch herausschmeckt. Zur Aufbewahrung können wir das Pesto in Gläser füllen. George, kannst du mir mal ein Glas geben, bitte? Augenblick. Nicht nass machen. Ist immer besser, wenn man trockene Gläser nimmt, da man mit dem Wasser Keime in das Glas bringt. Und abtrocknen tun wir das nicht mit dem dreckigen Handtuch, sondern lassen es am besten Luft trocknen, George. Ich hole mal ein neues Glas. Wie man unschwer erkennen kann, füllt Jim jetzt das Pesto in das Glas. Und das macht er ziemlich gut, wie ich finde. Aber auch sehr langsam. Entschuldige, George, wir machen das ja auch hier alles sehr ordentlich. Wie lange kann man das eigentlich im Kühlschrank aufbewahren? Wenn wir jetzt am Ende noch einen kleinen Schluck Olivenöl draufgeben, ist das Pesto im Prinzip versiegelt und zugeschraubt lässt sich das Glas locker eine Woche im Kühlschrank aufbewahren, so dass man also jederzeit immer wieder auf das Pesto zurückgreifen kann. Gut gemacht, George. Super, Jim.